Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live. Mario Trinkhaus und Stella Falkenberg begrüßen euch. Wir wissen, heute ist super schönes Wetter, aber diejenigen, die jetzt heute mit dabei sind, die haben echt einen Stein bei uns im Brett, freiwillig bei so einer Veranstaltung mitzumachen. Nun gut, wir starten jetzt gleich mit Marios PowerPoint-Präsentation zum Thema Beruf und Erfolg. Und wir hoffen, dass es euch Spaß macht und wir freuen uns schon auf eure Fragen. Mario, dann leg Ja. los. Ja, Stella, ich begrüße dich. Ich freue mich, dass wir bei dieser Veranstaltung wieder zusammengekommen sind. Und im Vorfeld habe ich mich schon mal über deine Fragen gefreut, die du aber noch nicht alle so rausgelassen hast. Aber das Interessante war schon erstmal, dass die sachlichen Aufbereitungen in meiner PowerPoint-Präsentation vielleicht wieder ein Stück weit zu sachlich waren. Und das finde ich besonders spannend, weil ich bei vielen Dingen oft denke, ist doch ganz logisch, das erklärt sich doch selbst. Aber das habe ich eben festgestellt an deinen ersten Fragen, das erklärt sich nicht von selbst. Und deshalb freue ich mich, dass wir das in dieser Veranstaltung vielleicht ein bisschen weiter auflösen können. Und das ist vielleicht genau das Spannende an dem Thema. Lass uns loslegen. Ich freue mich, also für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mario Trinkhaus. Ich bin unterwegs als Business Coach für Führungskräfte im mittleren Management und solche, die das werden wollen. Und wir haben uns insgesamt vier Themen ausgewählt. Man könnte sagen, es geht insgesamt um die mentale Gesundheit bei diesen Themen als Oberbegriff. Und bei dem ersten hatten wir ja das Thema Trauma und durch die Berichterstattung möglicherweise Traumafolgeerscheinungen. Und das zweite Thema ist jetzt Beruf und Erfolg, aber auch unter dem Gesichtspunkt mentale Gesundheit. Okay, lass uns loslegen. Ich freue mich total. Super, Mario. Ja, vielen Dank für deine Einführung. Dann starte doch jetzt einfach mal los mit deiner tollen PowerPoint-Präsentation. Ja, also hier geht es gleich auf der ersten Folie los. Beruf und Erfolg. Was hat der Beruf eigentlich mit Berufung zu tun? Und dann die große Frage, ja, was ist Erfolg eigentlich? Und darauf will ich gleich ein bisschen näher eingehen. Mal sehen, wenn ich jetzt hier drücke, das mag er nicht, aber hier. So, jetzt muss ich wieder das Bild. Okay. Also Es funktioniert. die Themen, wenn das heute zeitlich alles passt, geht es um Beruf oder Berufung. Was bedeutet Erfolg? Dann wollte ich gerne darüber sprechen, fünf Arten Geld zu verdienen und fünf entscheidende Fragen des Management und wie funktionieren Unternehmen in der Zukunft? Ja, das waren die Themen, die Spannend. ich mir ausgedacht habe. Und willst du hier gleich mit einer Frage starten oder noch einen Moment warten? Nein, ich warte noch. Ich finde, es sind sehr spannende Themen auf jeden Fall. Vor allen Dingen das Letzte, wie funktionieren Unternehmen in der Zukunft, finde ich besonders spannend, weil es ja eher so ein bisschen spekulativ ist. Und ich freue mich, was du dazu zu erzählen hast. Ja, okay. Dann nächste Folie. Okay, das ist jetzt hier rein formal. Also was ein Beruf ist, wissen die meisten. Ich habe das hier nur noch mal grob zusammengefasst. Aber Berufung, darauf will ich viel stärker eingehen. Berufung ist eben etwas, was uns Spaß macht, wo wir Feuer und Flamme sind. Feuer und Flamme habe ich hier erstmal vermieden, weil ich gesagt habe, viel zu viele Menschen sind heute ausgebrannt. Und Burnout ist halt leider eine Geschichte, die immer stärker zunimmt. Und deshalb für Feuer und Flamme habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten. Aber es ist doch so, dass wir bei der Berufung merken, wir brennen für etwas. Also wir sind begeistert, wir sind voller Euphorie, wenn wir da starten, wenn wir da im Flow sind
Flow ist bei der Berufung aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Faktor. Und es ist etwas, wo wir mit Herz und Seele dabei sind. Und ja, da kommen wir dann bestimmt später auch nochmal genauer drauf, was das bedeutet, wenn das nicht gegeben ist. Dann habe ich hier mal eine Definition und da muss ich sagen, das ist jetzt eine ganz persönliche Definition von Mario Trinkhaus. Also ich habe mich mal irgendwo gefragt, höher, schneller, weiter kann es ja eigentlich alles nicht sein. Was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? So, und dann habe ich mal in irgendeinem so lichten Moment einfach das Buchstabieren geändert und habe gesagt, E wie Erfüllung. Also wenn ich erfüllt bin, sagen wir mal, auf dem Weg zum Ziel, wenn das Ziel erreicht ist und wir sagen können, wow, wir haben eine tolle Aufgabe bewältigt oder wir haben ein Projekt zu Ende gebracht oder wir haben ein tolles Zoom-Meeting gehabt, dann fühle ich mich am Ende erfüllt. Und R wie Reichtum. Und da, ja, was bedeutet Reichtum eigentlich? Also ich würde dann gar nicht mal so sehr auf das Materielle abzielen, sondern auf das Innere, also auf den inneren Wert, den diese Dinge für mich haben, eben diese tief empfundene Freude, die dahinter steckt, was für mich dann eben auch wirklich eine Bereicherung ist, wenn ein solches Projekt oder sowas gelingt. Ja, Frieden oder Zufriedenheit gehört für mich eben auch ganz stark dazu. Also ich fühle mich zufrieden am Ende, wenn sowas gelungen ist. Mit Optionen meine ich, ich habe ein Stück weit immer eine Wahl und treffe Entscheidungen, aber ich habe Optionen und kann wählen zwischen A oder B. Und wenn ich dann, sagen wir mal, am Ziel angekommen bin, dann merke ich eben, ich habe mich richtig entschieden, also für mein Gefühl richtig entschieden, bin im richtigen Weg gegangen, ich bin bis zum Ziel gelangt und das ist gelungen. Und, hat ja auch so ein bisschen was mit Selbstwirksamkeit zu tun, ne? Dass ich selbst entscheiden darf und nicht von oben von irgendeinem Chef, der vielleicht schlechte Laune sogar noch hat, dann irgendwas aufgetragen bekomme, was ich überhaupt nicht machen möchte. Ne? Genau. Und ich bin mit Liebe dabei. Also ich liebe die Dinge, die ich tue. Und also wenn ich immer wieder höre, wie Menschen unzufrieden am Montag zur Arbeit gehen, dann merke ich eben, sie lieben ihren Job nicht. Und das schmerzt mich dann auch, wenn ich das höre und sehe. Und wenn das Menschen halt über Jahre machen, dass sie eigentlich ihren Job hassen, aber doch tagtäglich tun. Und da kommen wir vielleicht später eben auch nochmal drauf. Das hat Folgen für die Gesundheit. Also wenn Erfüllung, Reichtum, Frieden, Wahlmöglichkeiten, Liebe zum Job, zu dem, was ich tue, mit Begeisterung täglich gemacht werden kann, dann hat das auch Folgen für meine Gesundheit, positive Auswirkungen. Und dann nenne ich das eben Erfolg. Und wenn eins dieser Faktoren, also wie ich schon sagte, also wenn wir den Job hassen, dann sind wir auch nicht erfüllt, wenn wir abends nach Hause gehen, sondern dann sagen wir einfach, so, der scheiß Job ist geschafft, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Und ich bin dann meistens so platt, dass ich dann nur noch auf der Couch lande und sage, okay, ich ziehe mir jetzt noch irgendeine Sendung rein und dann ab ins Bett, damit ich morgen wieder funktionieren kann. Und das hat dann für mich nicht mit Erfolg zu tun. Das hat ja dann auch tatsächlich noch weitreichende Konsequenzen, nämlich nicht nur auf die Gesundheit, sondern tatsächlich auch auf das soziale Miteinander, indem ich, wenn ich nicht erfüllt bin von dem, was ich tue, wenn ich irgendwas mache, nur um Geld zu verdienen, auch wenn ich vielleicht irgendwie einen anderen Job machen könnte, da würde ich vielleicht weniger verdienen, aber der würde mir mehr Freude bereiten, dann bringt das ja natürlich auch eine Frustration mit in den Menschen und den
Frust nimmt man mit nach Hause und wir kennen das alle, wenn wir genervt und gestresst sind, dann kann es wirklich auch passieren, dass wir diesen Frust an unseren geliebten Mitmenschen auslassen, die das dann vielleicht überhaupt gar nicht nachvollziehen können, warum man den sprichwörtlichen Fütz quersitzen hat. Ne? Also das ist super, super wichtig, dass man wirklich etwas tut, woran man Freude hat. Aber das sagt alles noch gar nichts über den eigentlichen Job aus. Also ich kenne auch eine Putzfrau, die begeistert ist, Putzfrau zu sein. Genau. Die darin auch total aufgeht und die findet in diesem Job eben auch Erfüllung, Bereicherung. Also sie sagt jedes Mal, wenn ich die glücklichen Augen dieser Menschen sehe, für die ich putze, dann ist das auch eine Form von Reichtum und sie ist zufrieden und also das sagt nichts, ob nicht jemand auch zufrieden ist in einem Job am Fließband oder so. Also das. Ja, genau. Jeder findet ja seinen Job dann auch. Ne? Aber manchmal dauert es ein, zwei Anläufe, bis man wirklich den Job gefunden hat, der einem wirklich richtig, richtig Freude bereitet. Also ich kann von mir sagen, die Jobs, die ich gemacht habe, habe ich bisher alle mit Herzblut gemacht. Und dann kam irgendwann ein Chef, der mir selbst meinen Herzblutjob so vergällt hat, dass ich den einfach nicht mehr ausüben möchte. Ist schon schlimm, ne? Also das ist so eine Sache, wo ich mir auch sage, so, puh, da gibt es Menschen, die machen motiviert ihren Job und dann hast du jemanden über dir, sei es Mann oder Frau oder wer auch immer, und der macht dich so fertig, weil er vielleicht selber irgendein Problem hat und macht dir den Job mies, den du eigentlich liebst. Also ich denke, das ist auch so ein Thema, was sehr spannend ist und ich hoffe, dass da gleich noch was zu kommt. Okay, gehen wir mal zur nächsten Folie. Das sind die 5 Arten, wie man Geld verdienen kann. Das geht vielleicht jetzt ein bisschen in die andere Richtung, also in eine andere Richtung. Aber das trägt eben mitunter auch viel zur Zufriedenheit, zum inneren Frieden mit bei. Also ich kann einmal als Angestellter oder Angestellte arbeiten. Das ist aber immer ein Tausch gegen Zeit gegen Geld. Beim Freiberufler sieht das ja nicht anders aus. Also wir investieren viel Zeit und können viel Geld verdienen. Aber es bleibt letztendlich dann von unserer eigenen Kapazität, von unseren eigenen Ressourcen abhängig, wie viel Geld wir verdienen können und ja, wie wir eben halt damit arbeiten. Und der dritte Punkt ist hier schon in der Liste, der Experte oder die Expertin. Hier spezialisieren wir uns mit Wissen auf ein bestimmtes Thema oder bestimmte Themen. Bei dir ist es ja die Traumafachberatung, wo du deinen Fokus drauf gelegt hast. Bei mir sind es halt Führungskräfte im mittleren Management. Die liegen mir ganz besonders am Herzen, weil ich selbst halt diesen Bereich kenne und weiß, dass man da in so einer Sandwich-Position immer Druck von oben und unten hat. Und da manchmal denkt, ich komme da gar nicht raus. Aber in dem Moment, wo du Expertenwissen hast, kannst du im mittleren Management dich eben auch anders aufstellen und kannst sagen, ich bin der Experte für dieses Thema. Und dann habe ich zwar noch einen Chef darüber, der aber in dem Thema nicht Experte ist. Und wie ich mich dann letztendlich verkaufe, meinem Chef gegenüber und meinen Mitarbeitern gegenüber, macht meine Position in dem Unternehmen eben völlig unterschiedlich stark. Wenn ich an der Stelle sagen kann, ich bin Experte, kann ich auch sagen, lieber Chef, es ist mal fällig für eine neue Gehaltserhöhung. Und dann kann er natürlich sagen, ja, schön und gut, aber möchte ich nicht bezahlen, dann habe ich als Experte wieder die Option zu sagen, na gut, dann suche ich mir eine andere Firma, wo ich besser hinpasse mit meinem Expertenwissen und wo ich dann eben auch das Geld verdienen kann,
was mir zusteht oder was ich eben ein Stück weit erwarte. Und dann bin ich wieder in dem Bereich, wo ich mich zufriedener fühle, wenn ich auch eine Verhandlungsbasis habe, wo ich besser auftreten kann. Ja. Und als Experte habe ich manchmal eben auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kann sagen, also es gibt ganz viele Beispiele, wo jemand Experte ist. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Ölraffinerie ein Feuer löschen kann und der Experte bin, dann werde ich notfalls eingeflogen und man bezahlt viel Geld für dieses Expertenwissen, damit diese Menschen an Ort und Stelle sofort zum Einsatz kommen können und schnellstmöglich so eine Havarie beseitigen können. Das ist nur ein Beispiel. Ja, ich habe zum Experten effektiv noch mal eine Frage, weil ich kenne unwahrscheinlich viele sehr kompetente Menschen, die trotzdem nicht in dem richtigen Job arbeiten. Sei es, dass sie Probleme haben, sich selbst zu verkaufen, oder sei es, dass sie ihren Expertenstatus nicht anerkannt bekommen. Ich meine, das mit dem Experten und mit dem sich gut verkaufen, das hat ja auch eine ganze Menge mit Selbstwert zu tun, ist ja auch eins meiner Themen. Wie geht man denn als Coach dann mit so jemandem um, der eigentlich total super kompetent ist und der es einfach nicht schafft, sich zu verkaufen, obwohl er wirklich mega genial in seinem Job ist? Ja, da sprichst du ein ganz großes Coaching-Thema an, in der Tat. Hm. Das ist natürlich immer mit dem Selbstwertgefühl verbunden. Und das ist natürlich in einer Verhandlung auch der Knackpunkt. Also wenn in der Verhandlung unser Expertenwissen ein Stück weit von einem Chef, von einem Auftraggeber ein Stück weit klein gemacht wird, dann kann es passieren, dass mein Klient oder ein Coachee das eben zulässt, weil er eben aus bestimmten Gründen einen Glaubenssatz im Rucksack hat, der dazu führt, dass er sich eben ganz schnell wieder kleiner fühlt, als er eigentlich ist und dann nicht um diese Position ein Stück weit kämpft oder dafür eben entsprechend verhandelt, sondern sich ganz schnell auch drücken lässt im Honorar, in seinem Gehalt und dann letztendlich der Chef sich durchsetzt, also der neue zukünftige Chef möglicherweise, wenn man sich auf eine neue Stelle bewirbt. Und das andere Thema, was du ansprichst, dass Menschen eben in einer Anstellung sind oder eben als Experten in einem Bereich arbeiten, wo sie noch nicht am richtigen Platz sind. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe mich auf eine Stelle mal beworben und hatte eine ganz andere Idee, was auf dieser Stelle von mir erwartet wird. Und dann habe ich erst im Laufe der Zeit festgestellt, dass das gar nicht, sagen wir mal, das war zu 95% nicht das, was ich erwartet habe und nicht das, wofür ich eigentlich Experte war. Und dann ist es auch gut für die Seelenhygiene, für die eigene Gesundheit, irgendwann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, also ich wechsle hier nochmal den Platz, ich suche mir da nochmal einen anderen Job, weil mit 5%, wenn ich nur 5% meines Expertenwissens einsetzen kann, dann bin ich da an der falschen Stelle. Ja. Ja, das ist schon ein schwieriges Thema, aber ich denke, es kommt auch wirklich auf die Konstellation Arbeitnehmer, Arbeitgeber an. Wenn wir jetzt mal von dem Experten ausgehen, der trotzdem als Experte in einem Angestelltenverhältnis ist, es gibt natürlich die Experten auch als Freiberufler, aber es gibt ja eigentlich nur diese zwei Experten, ne, die freiberuflich schaffen oder die Angestellter sind. Und ich kann mir einfach vorstellen, gerade in diesem Angestelltenverhältnis, wenn du dann wirklich einen Chef oder eine Chefin hast, die wirklich auch zum Teil
sehr dominant und sehr bedrohlich rüberkommen, dass selbst so jemand wie ich, der vielleicht manchmal ein bisschen sensibler ist, aber durchaus weiß, wie hoch der Wert ist, dass die dann einfach sagen, ja, nö, dann lieber nicht. Und dann gleichzeitig schaltet sich ja dann wieder so ein Glaubenssatz an, ne? Ich muss ja aber irgendwie mein Brot verdienen, ich muss ja irgendwie leben, ne? Also ich meine, ist immer so einfach gesagt mit dem, ja, dann muss man sich dann halt einen anderen Job suchen, aber manchmal sind die Gegebenheiten aber doch komplizierter, wo ich mir sage, da kannst du Experte sein, wie du willst. Ja. Manchmal musst du halt einfach in den sauren Apfel beißen und erstmal eine Zeit lang durchziehen, bis sich wirklich dann die richtige Tür öffnet. Oder wie siehst du das? Ja, also ich stimme dir dazu. Ich muss mal hier gerade die Jalousie ein bisschen runterziehen. Kein Problem. Ihr seht, ihr Lieben, wir sind auch nicht die super mega hyper Perfektionisten. Ne? Also es gibt immer mal was zum Nachjustieren und ich glaube, das macht den Mario und mich auch so liebenswert, weil wir einfach so sind, wie wir sind, echt. Ich meine, ich bin auch gerade aus Wien aus meinem Urlaub extra zugeschaltet, insofern ne, kriege ich bitte mal noch 3 Sternchen von euch. Und dann haben wir jetzt die Lichtverhältnisse gut angeglichen. Bei mir wird es gleich auch noch rappeln, mein Mann kommt noch von einem Wassereinkauf wieder, weil wir haben ja jetzt kein Wasser mehr auf dem Zimmer. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Kleiner Outtake. Genau, ich gehe mal auf deine Frage ein. Und zwar, natürlich ist auch das ein Gebiet mit Glaubenssätzen. Wir haben also alle Menschen haben eigentlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Das ist ja bekannt in der Maslow'schen Pyramide, Bedürfnispyramide, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Und wenn wir in einem Job sind, der uns vielleicht keinen Spaß macht, der uns auch nicht so viel Freude macht und so weiter, bleibt letztendlich doch das Bedürfnis, dass wir wenigstens einen sicheren Job haben. Und wenn wir in Verhandlungen eintreten, dann kommt das so ein bisschen ins Wanken. Und wir riskieren, dass der Chef in seiner Verhandlungsposition dann gewinnt oder der sagt dann zu uns, naja, wenn es Ihnen nicht passt, dann gehen Sie doch. Und in dem Moment sind wir vielleicht gekniffen und sagen, ich habe Angst um meine Sicherheit, Angst um meine Zukunft. Und all das kann natürlich passieren und das ist eine riesengroße Hürde, die ich dann selber natürlich auch kennengelernt habe und wo ich mich lange Jahre schwer mitgetan habe, wirklich diesen Absprung zu machen. Ich habe vorher meine Stunden reduziert. Ich habe vorher auf eine 3-Tage-Woche reduziert. Ich habe also alle möglichen Klimmzüge damals gemacht, um irgendwo sicher zu bleiben. Aber wenn uns das Ganze eines Tages tatsächlich krank macht oder droht, krank zu machen, dann ist aus meiner Sicht wirklich der beste Schritt, wirklich einen Absprung zu wagen und zu sagen, ich muss dieses Abenteuer jetzt mal durchstehen. Ich muss einfach diesen Sprung wagen und möchte ja auch ganz anders arbeiten. Mhm. Und es gibt diese beiden Sachen, die du angesprochen hast. Das kann ich als Angestellter, Angestellte oder Freiberufler, Freiberuflerin machen. Aber ich habe auch noch die Chance, möglicherweise in ein Unternehmen selbst zu gründen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Als Unternehmer ist man dann natürlich auch in der Lage zu sagen, ich schaffe Arbeitsplätze. Ich mache die Buchhaltung nicht selber, sondern ich lasse die machen und ich mache meine Auftragsschreiben anfangs vielleicht noch selber, aber dann wächst das Unternehmen mit der Anzahl der Aufträge, die man dann bekommt. Und natürlich mit dem Expertenwissen, was ich in das eigene Unternehmen einbringe, wo ich sage, hiermit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Wir decken einen Bedarf ab, der einfach ständig nachgefragt wird. Und der letzte Punkt, der hier auf der Liste ist, ist eben selbst zu investieren, also selbst in das eigene Unternehmen zu investieren, aber auch eben in Güter, die für das Unternehmen wichtig sind,
Und Investitionen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie letztendlich auch wieder Geld zurückbringen. Etwas, was ich investiere, zahlt sich halt irgendwann für das Unternehmen oder für mich selbst als Unternehmer eines Tages wieder aus. Und das gibt da eben viele Möglichkeiten zu investieren. Der Unterschied zu einer reinen Geldausgabe, das muss man sich immer wieder deutlich machen. Ich kaufe etwas und das Geld ist weg. Und wenn das Gerät oder das Auto oder sonstiges kaputt ist, dann ist auch das Geld wieder weg. Aber ich kann auch, dieses Feld würde ich jetzt hier erstmal ein bisschen rauslassen. Also wichtig wäre mir eben noch Experte sein und Unternehmer werden. Das ist auch eine Option. Ja, aber für Unternehmer weiß ich also, da braucht man ja erstmal ein Kapital, ne? Und wenn du wirklich von einem normal sterblichen Angestelltengehalt beginnst, dich dann freiberuflich weiterentwickelst, dann deinen Expertenstatus hast, hast du ja trotzdem nicht unbedingt die Kapitalmöglichkeiten, um als Unternehmer plötzlich Arbeitsplätze zu schaffen. Alleine schon die Erfahrung, die ich gemacht habe, Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, dann die richtigen motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die dich dann auch nicht im Stich lassen, sondern die halt dann auch selber mit dem Herz und Seele dabei sind, um halt dieses kleine Unternehmen größer und größer zu machen. Ich denke, das sind alles so, gerade auch im Hinblick auf Corona, ne? Corona hat so viel Wirtschaft kaputt gemacht und selbst Unternehmer, die gut Geld im Rücken hatten, sind jetzt am Rande des Ruins, weil einfach über 2 Jahre nichts mehr reingekommen ist. Und ich sage, ich rede Gastronomie. Und es gibt da auch Leute, die machen mit Herz und Seele Gastronomie. Die sind kaputt gegangen, weil einfach die Politik da nicht schnell genug reagiert hat. Und es sind natürlich auch noch viele andere Gründe. Aber das sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, ja, in der Theorie sind diese 5 Arten, Geld zu verdienen, sehr spannend und auch sehr interessant. Und ich denke, dass man auch im Hinblick auf die eigene Weiterentwicklung das mal im Hinterkopf haben sollte. Aber in der Realität ist es, glaube ich, doch nur wenigen Menschen vorbehalten, Investor zu werden. Außer da kommen wirklich ganz viele Glücksmomente dazu und wie gesagt, ich glaube halt nicht an Zufall, ne? Also ich sage auch immer, wo eine Pfütze ist, fließt immer noch mal Wasser dazu, gell? Ja, also da will ich gerne noch mal drauf eingehen. Also es gibt schon sehr tolle Bücher, die halt darüber geschrieben sind, wie man mit 100 Dollar ein Unternehmen gründen kann. Auch wenn man es jetzt mal auf Euro ummünzen, auch das geht. Ich war schon erstmal erstaunt über diese vielen Ideen, die da drin beschrieben sind, die mir selber gar nicht gekommen wären. Die andere Sache ist heute, dass Günter Faltin, einer der großen Pioniere, der darüber geschrieben hat, wir sind das Kapital und hier Ideen ans Laufen gebracht hat, wie man mit bestimmten Komponenten gründen kann. Und ein Stichwort, was ich auch in meinen letzten Posts immer wieder drin hatte, wir müssen aus meiner Sicht eben stärker in den Bereich gehen, Kooperation statt Konkurrenz. Und ich glaube, da liegt halt der Schlüssel, das Unternehmen der Zukunft, was ja der eine Punkt ist, wo wir da ganz am Ende noch hinkommen wollen, dass man durch Kooperation durchaus gründen kann, weil sich eben bestimmte Menschen auch zusammenfinden mit besonderen Fähigkeiten, die sich so ergänzen, dass sie eben ein Unternehmen gründen. Und da steht das Kapital gar nicht im Vordergrund, sondern das Fachwissen der einzelnen Leute, die sich da einbringen in eine solche Firma. Und das Tolle ist ja, Corona hat uns ja gezeigt, wir müssen nicht mal am selben Ort leben. Das geht ja auch mittlerweile online. Ich meine, guck, was machen wir jetzt hier? Wir sitzen bei einem Zoom-Meeting und machen ein Webinar für Leute, die das interessiert. Und du sitzt in Berlin
Und ich sitze heute in Wien. Also mega genial. Und ansonsten sitze ich in Luxemburg. Also es ist schon wirklich fantastisch. Ja, also ich wollte dazu, mir fiel gerade auch noch mal eine Firma ein, die natürlich durch Corona auch mal profitiert hat. Ich war erstaunt, also es ist eine Firma hier in meinem Bezirk in Berlin, Okay. die hat einfach dann die Produktion umgestellt und die haben FFP2-Masken hergestellt. Ja, ja. Da war der Unternehmer also sehr schnell und hat sehr schnell die Maschinen umstellen können auf diese Produktion. Das sind eben die, wie sagt man, da gibt es ja auch so ein schönes Sprichwort, wenn der Wind zu stark weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ja. Aus der Situation heraus eben das Beste machen. Ne? Ja, ich meine, wir Okay. haben ja auch gesehen, in der Presse war es ja auch öfter beschrieben, dass einige Unternehmen, die zum Beispiel Trinkalkohol hergestellt haben, dass die plötzlich Desinfektionsmittel gemacht haben, weil größter Anteil ist reiner Alkohol, ne? Also insofern. Aber das ist halt auch wieder so. Da ist eine Grundlage ja schon vorhanden. Aber Menschen, die halt keine Grundlage hatten, die hat es halt dahin gerafft. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir versuchen, die jetzt seelisch und mental und auch vielleicht mit solchen Informationen wieder aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal eine Folie weitergemacht, die fünf Ja, gerne. entscheidenden Fragen des Managements. Also genau der Punkt bei Corona, wo habe ich Möglichkeiten, was umzustellen in der Produktion oder wo habe ich, sagen wir mal, Einschränkungen? Ich weiß zum Beispiel von einem kleinen Café, was vor dieser Entscheidung stand, also wir müssen das Café eigentlich zumachen, weil wir eben gar nicht mehr als Café funktionieren können. Aber was die halt machen konnten und dann gemacht haben, war einen regionalen Einkaufsladen aus dem Boden zu stampfen, also die Räumlichkeiten dann dafür zu nutzen, eben anders wirksam in der Region für die Menschen da zu sein. Und solche Entscheidungsoptionen sind dann eben auch ganz wichtig und notwendig, wenn man sagt, was für Optionen habe ich? Und lass die Ideen halt sprießen. Ich komme hier mal auf diese fünf entscheidenden Fragen. Wir brauchen als Unternehmen in der Regel immer eine Mission, einen Leitsatz. Und ich sage jetzt einfach mal so, Bioladen habe ich gerade so mit reingeschmissen. Das kann durchaus eine Definition sein. Wir wollen uns an einer gesunden Ernährung für die Menschen einsetzen. Wir wollen in unserer Produktion gesunde Lebensmittel herstellen. Wir wollen gesunde Kleidung herstellen. Und das Wichtige ist eben in einem Unternehmen, im Management, das muss ein klarer Leitsatz sein, der für alle transportiert wird, wo wir uns immer wieder dran ausrichten können, wo auch jeder die Frage stellen darf, ist das noch in unserem Leitsatz? Also ist das wirklich bio? Ist das gesund? Ist das für alle Menschen gut? Oder ist das nur eine Scheinfassade? Wenn es eine Scheinfassade ist, dann wird jeder Mitarbeiter das durchschauen und dann spricht sich das auch auf dem Markt rum. Und insofern ist diese Mission, dieser Leitsatz für alle eine ganz wichtige Geschichte. Dann die zweite Frage, wer ist eigentlich unser Kunde? Also die Zielgruppe muss klar sein. Wer ist der wichtigste Kunde, der Nebenkunde und so weiter? Und da möchte ich jetzt mal ein Stück weit auf, was ich bei dir da im Hintergrund sehe, auf deinem Bild, das ist das Herz. Wir haben darüber ja gesprochen, wie werde ich Chef der Herzen? Also wie nehme ich eigentlich dann A, meine Mitarbeiter mit und meine Kunden? Und wie brenne ich denn da für diese Idee? Also mein Leitsatz, der muss dann eben auch diese Herzlichkeit rüberbringen und sagen, ich möchte bio sein, weil
mir die Menschen am Herzen liegen, weil mir die gesunde Ernährung der Bevölkerung am Herzen liegt. Und somit richte ich mich an meiner Zielgruppe ganz klar aus und sage dann eben, die gesundheitsbewussten Kunden sind meine Kunden, auf die ich ziele. Die alles in sich hineinstopfen, die kann ich möglicherweise gar nicht erreichen. Aber ich kann auch nicht alle bedienen. Das ist dann schon wieder so ein bisschen Expertenwissen, wenn ich sage, ich möchte für die gesunde Ernährung Produkte schaffen. Die nächste Frage, worauf liegt der Kunde Wert? Also ich habe das im Fokus, was dem Kunden ganz wichtig ist. Und wenn wir den neuen Trend sehen, dass es immer mehr in Richtung vegan geht, dann frage ich mich eben bei dem einen oder anderen Produkt auch, geht das auch vegan? Kann ich das vegan herstellen? Gibt es Alternativen? Schmeckt das dem Kunden dann noch genauso gut? Oder ist es dem eigentlich nur wichtig, dass es vegan ist? Der Geschmack muss nicht so ähnlich sein wie, ich sag mal, Mortadella oder sowas. Ja. Ja, das ist der Trend schlechthin, ne? Wo ich persönlich mich dann auch immer frage, okay, die Leute möchten gerne veganen Brotaufstrich, der aber nach Wurst schmeckt. Wo ist der Fehler? Also, weil ich mir einfach sage, alles das, was ja nicht natürlich ist, kann ich natürlich als Geschmacksträger da einbringen. Also ich kann auch zum Beispiel einen Möhrenaufstrich machen, der so ein bisschen eine festere, faserige Konsistenz hat und kann da Gulaschgewürz reintun, dann schmeckt das nach Gulasch. Aber dann frage ich mich, ist es dann eigentlich mental betrachtet noch vegan? Weil wenn es ja nach Fleisch schmeckt, dann verstehst du, was ich meine? So. Aber gut, ja. Das sind so Details. Aber ich finde es witzig, dass du genau dieses Thema jetzt eigentlich auch angesprochen hast. Ne? Aber du sagtest vorhin, man kann ja auch nicht alle bedienen. Ich meine, das ist aber im Coaching- und Beratungssektor genau das Gleiche. Wir können nicht alle retten. Wir können nur die Kunden oder Klienten, Klientinnen retten, die sich retten lassen wollen. Das heißt also, nur die Kunden und Kundinnen können bei uns was kaufen, die auch bei uns kaufen wollen. Und manchmal geht das wirklich nur über das, was du sagst, über das Herz, über Sympathie. Manchmal ist auch das Produkt erstmal nebensächlich tatsächlich. Also da sprichst du ja was ganz Wichtiges an, wo ich jetzt auch ein Stück weit sage, natürlich bin ich als Coach ja auch immer ein Teil des Systems. Und da ich ganz ehrlich sagen darf, dass ich eben auch früher eine fleischfressende Pflanze war, ist das bei mir halt auch so ein Stück weit Weg, wo ich mich eines Tages eben schlicht und einfach gefragt habe, möchte ich, dass für mein Wohl Tiere sterben müssen, weil ich die essen möchte? Das ist bei mir eine ethische Frage, die bei anderen vielleicht ganz anders ist. Aber ich muss eben auch ein Stück weit eingestehen, dass ich den Fleischgeschmack an sich kennengelernt habe, viele Jahre genossen habe und mich dann eben von einem Tag zum anderen entschieden habe, das aufzugeben. Aus ethischen Gründen. Nicht, weil es mir nicht mehr schmeckt oder so. Aber deshalb suche ich nach Ersatz. Also was aber eine mögliche eine neue Generation, die gleich vegetarisch, vegan aufwächst, gar nicht hat dieses Bedürfnis, dieses Vergleichsportal, wo man sagen muss, also es soll jetzt schmecken wie Salami oder wie Mortadella oder wie ein Rindersteak, ja, also auch von der Konsistenz. Ich muss einem Kind, was schon vegan eingestellt ist, muss ich überhaupt nicht erklären, wie schmeckt Fleisch, wie schmeckt Salami oder Mortadella. Das wäre Blödsinn. Also deswegen, die kennen das noch nicht, das stimmt. Genau, und deshalb kann man dann die Begrifflichkeiten auch mal irgendwann tatsächlich ändern und kann sagen,
Das ist eben Tofu, Naturtofu, Räuchertofu. Ja? Ja. Und da muss man dann nicht auch sagen, schmeckt wie. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, dann lass uns doch mal mit den Ergebnissen weitermachen. Genau, wie definiere ich die Ergebnisse? Also ist mein Kunde dann letztendlich zufrieden? Also wenn der Kunde besonders Wert darauf legt, dass es vegan ist, dann ist die Frage, was für Ergebnisse sind ihm wichtig? Und da entscheidet er, ich sage immer, das Geld ist letztendlich das Abstimmungsmaterial. Also wenn jemand sagt, dafür gebe ich kein Geld aus, dann muss ich nachbessern, muss sagen, also das Produkt A läuft nicht richtig. Ja, warum läuft es nicht richtig? Umfrage. Ja, es schmeckt halt nicht. Und B schmeckt besser, weil. Und diese Ergebnisse müssen auch immer wieder zurückfließen. Und dann kommen wir eben, sind wir wirklich erfolgreich? Und wir sind nur erfolgreich, wenn der Kunde mit den Ergebnissen zufrieden ist. Und hier ist halt immer wieder Controlling notwendig. Und Controlling meine ich jetzt eben das, wie es sinnvoll gestaltet wird, dass wir eine Steuerung haben, wo wir die Ergebnisse nutzen, um gegenzusteuern, um etwas anderes zu forcieren, um die Produkte dann eben auch zu verbessern. Und das sind halt Dinge, wo man auch in Kontakt sein muss mit den Kunden. Und ich glaube eben, das, was wir hier jetzt gerade ganz stark erleben, sind halt Social Media, die darüber berichten, was gute Produkte sind, was Produkte sind, mit denen die Menschen nicht zufrieden sind. Hier kann man ganz klar besser ablesen, wie ist der Trend, aber wir können auch ablesen, wo ist Unzufriedenheit. Und wir können da nachsteuern. Also da sind wir dann schon im Grunde genommen bei dem fünften Punkt, die Wertschöpfungskette immer wieder anpassen, immer wieder schauen, ist zum Beispiel unser Leitsatz noch zeitgemäß oder ist es jetzt zeitgemäß, eben mal die Begriffe Salami, Mortadella zu streichen und zu sagen, nee, das Produkt der Zukunft muss gar nichts mehr mit Fleisch zu tun haben, weil unsere Kunden werden immer jünger. Unsere Kunden leben schon 10 Jahre vegan. Dem brauchen wir nichts mehr von diesen anderen Produkten aus der Fleischerei sozusagen erzählen. Und dann wird der Leitsatz möglicherweise angepasst und hieß am Anfang noch, es muss was Vergleichbares zur Fleischproduktion sein. Und irgendwann sagt man dann, nein, es soll Bio. Oha, jetzt habe ich einen Hänger hier drin. Mario, ist jetzt mein Internet zusammengebrochen? So, ihr Lieben, und wie das manchmal passieren kann, gab es bei mir einen Totalzusammenbruch des Internets, weswegen ich den letzten Teil von Mario leider überhaupt nicht mehr mitbekommen habe. Es hat dann irgendwann plupp gemacht und ich war fort. Mario, wir waren mit dem Punkt 4, mit den Ergebnissen soweit durch. Und genau. Dann folgt jetzt Punkt 5. Das heißt, da hattest du auch schon erklärt, das Thema mit dem Leitsatz. Und dann war es auf einmal futsch. Genau. Also was ich hier bloß ganz kurz erklären wollte, war, dass der Leitsatz angepasst werden muss, wenn der Bedarf sich ändert, wenn sich die Zielgruppe ändert, die Kunden immer jünger werden zum Beispiel. Genau. Und dann richten sich die Ziele des Unternehmens auch wieder neu aus. Das hält so ein Unternehmen dann auch ein Stück weit jung. Womit ich aber auch schon den Übergang zum nächsten Punkt einleiten möchte.
Wie sehen denn Unternehmen der Zukunft aus? Ich gehe Aber da mal rüber. bevor du Ja. das tust, wollte ich tatsächlich noch mal was zum Thema Ergebnisse und Leitsatz ändern und Plan und so weiter sagen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit das Thema vegane Ernährung gehabt. Jetzt ist es aber so, du hast ja gesagt, wie man ein Ergebnis definiert, wann ist man erfolgreich. Das heißt, wenn der Kunde zufrieden ist und das Produkt, was man anbietet, kauft. Jetzt ist es ganz oft so, gerade im Coaching-Bereich finde ich, also das ist das, was mir in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen ist. Die Leute sind super zufrieden mit dem, was wir tun. Die finden das alles ganz toll. Sie können die Sachen für sich anwenden. Auch alles super. Das heißt also, Leistung stimmt, Produkt stimmt. Plötzlich sagen sie, ja, das ist mir aber zu teuer, ich kann mir das nicht leisten. Wo muss man da, an welcher Stellschraube dreht man da? Weil man kann ja auch nicht gratis arbeiten. Ich meine, gerade im Coaching- und Beratungsbereich ist es ja so, dass man halt sehr oft als Freiberufler tätig ist. Nicht jeder ist zum Beispiel Heilpraktiker von Beruf und hat eine Kassenzulassung, wo dann ein Teil von der Krankenkasse abgedeckt wird. Ich meine, beim Heilpraktiker sowieso nicht, das ist ja nur bei Therapeuten oder so der Fall. Wie ist es im Coaching-Bereich? Viele Menschen sind zufrieden mit dem, was sie so bekommen, aber würden keine größeren Summen in sich investieren. Das heißt, es liegt ja eigentlich nicht am Produkt, es liegt nicht an der Qualität, es liegt lediglich nur an dem Willen zu investieren, und zwar auf der Seite des Kunden. Wie baust du das in diese Managementfragen ein? Also es ist durchaus ein ganz spannendes Thema, was ich kürzlich auch hatte. Es gibt natürlich Bereiche, wo Handwerker bemessen werden können in ihrer Leistung und in ihren Ergebnissen. Wenn eben zum Beispiel ein Badezimmer top umgebaut wurde und am Ende alle Objekte an der richtigen Stelle hängen und auch wunderbar eingebaut sind und auch alles funktioniert. Und dann nehmen wir diese Leistung ab und sagen, okay, wie vereinbart, und dafür bezahle ich auch den Preis XY. Auch da wird oft verhandelt, das kenne ich eben auch zuhauf von meinen Klienten, dass dann verhandelt wird, ob das Badezimmer nun wirklich die 20.000 Euro wert ist, was vereinbart war, oder ob da nicht doch noch eine Macke im Silikon ist, die beseitigt werden muss. Und also lange Rede, kurzer Sinn, beim Coaching gibt es diese Faktoren natürlich ein Stück weit nicht. Es gibt da auch diesen berühmten Satz, wir kaufen die Katze im Sack, was natürlich auch verdammt schwierig ist. Also wir haben eine bestimmte Erwartung von dem Coaching-Prozess, und diese Erwartung wird erfüllt oder eben nicht erfüllt. Und dementsprechend sind wir zufrieden mit der Leistung oder nicht zufrieden. Bei der Bezahlung ist es dann eben so, was lässt denn unser Budget zu? Also ich sage jetzt einfach mal, ich möchte Karrierestufe A nach B wechseln und ich möchte im Monat mindestens 500 Euro mehr verdienen. Ja. Dann sind das 6.000 Euro im Jahr, die ich mehr verdienen möchte. Und dafür suche ich mir jetzt einen Coach, um möglichst schnell diesen Karriereschritt hinzubekommen und da sicher zu sein. Und nun sagt der Coach, na gut, 6.000 Euro im Jahr. Ich glaube, um dich von A nach B zu bringen, kann ich dir gut und gerne helfen. Wir machen einen Coaching-Prozess über 3 Monate. Und das Ganze kostet 3.000 Euro. Dann kann der Coachee natürlich an der Stelle sagen, ja, die 3.000 habe ich aber jetzt noch gar nicht, weil ich bin ja noch nicht bei B. Und da fängt halt die Verhandlung an. Wie kommt man mit dem Kunden zusammen, der ein ganz klares Ziel hat? Ich sehe, dass ich ihm helfen kann. Ich sehe aber auch, beziehungsweise versichert er mir glaubhaft, dass er das Geld im Moment noch nicht aufbringen kann. Jetzt kann ich entweder
in Vorleistung gehen und sagen, ja, ich helfe dir trotzdem. Und wenn du Position B erreicht hast, also nach 3 Monaten, ist die Summe dann aber auch fällig. Meine Erfahrung ist, wenn ich kostenlos coache, dann habe ich oft, dass da gar kein Nulldruck erzeugt auch keinen richtigen Veränderungswillen. Kein Commitment. Kein Commitment beim Coachee. Genau. Das heißt, das muss ein Stück weit auch einen entsprechenden Anreiz geben. Und im Coaching sagt man oft, der Coachee muss immer mehr arbeiten als der Coach. Also wir können den Coachee nicht da hochheben auf diese Position, wo er hin will. Und wir können auch nicht mit seinem Chef verhandeln. Also das sind alles Dinge, die muss er selbst machen. Er muss Commitment, er muss auch an den Coaching-Sitzungen regelmäßig teilnehmen, ein Stück weit auch seine Hausaufgaben machen. Und ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, oft muss er auch ein Stück weit durch eine Strecke gehen, die schmerzhaft ist. In dem Moment, wo man in die Veränderung geht, also den alten Glaubenssatz verlässt, überwinden muss, transformiert, in dem Moment tut es erstmal weh. Und bis ich den neuen Satz richtig transformiert habe und richtig verinnerlicht habe, habe ich erstmal immer wieder Rückfälle. Und da steigen viele Coaches auch ganz gerne aus und sagen, ja, nee, das bringt ja alles nichts und ich komme da nicht hin und zack, bin ich wieder in dem alten Glaubenssatz. Und genau da setze ich als Coach dann immer wieder an, um ihn dahin zu begleiten. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Mario, das ist mir als Coach ist das klar und ich glaube auch ganz viele, die hier jetzt zuschauen, die ja selber auch sich vielleicht in diesem Business befinden, kennen die Sache. Ich hatte letztens eine sehr interessante Unterhaltung und zwar mit jemandem, der Haustiere behandelt. Und zwar sowohl Hunde, also Hunde trainiert, als auch jemand, der mit Haustieren Physiotherapie macht und auch jemand, der halt mit Haustieren ja quasi so eine Seelenheilung durchführt. Also es gibt tatsächlich ganz viele Anbieter und diese Szene boomt. Und dafür geben die Leute tatsächlich ihr letztes Hemd für ihr Kuscheltier, für ihre Katze, ihren Hund, ihr Pferd, ihr whatever. Aber für sich selber investieren sie keinen Cent. Da sagen sie immer, ja, nee, das kann ich mir nicht leisten. Interessant ist aber, dass so eine Coaching-Betreuung von einem unerzogenen Hund zum Teil auch 1.000, 1.500 Euro kostet. Okay, du kriegst den Hund dann auch hinterher wieder und der ist gut erzogen, was du vielleicht vorher selber nicht hinbekommen hast. Aber letztendlich wird in Haustiere heutzutage mehr investiert, als dass die Menschen in ihr eigenes Seelenheil, in ihre eigene mentale Gesundheit investieren. Oder halt auch in Coachings zum Beispiel zum Beruf etc. Wobei Beruf, denke ich, ist es gar nicht mal so kritisch, weil die Leute ja schon sich sagen, ja, wenn ich im Beruf besser dastehe, kann ich mehr Geld verdienen, bin ich zufriedener etc. Aber alles das, was nicht so greifbar ist, wo ich nicht sagen kann, ja, okay, ich habe jetzt hier einen 6er-Pack von super Spezialglasgläsern, die fallen runter und gehen garantiert nicht kaputt. Verstehst du, was ich meine? So mentale Leistungen sind in meinen Augen, so schön wie man sich auch diese 5 entscheidenden Fragen des Managements stellen kann als Freiberufler oder Unternehmer, wird mentale Arbeit nicht von Menschen wertgeschätzt. Also nicht genug, finde ich. Und dabei hat das so unwahrscheinlich viele Vorteile. Wenn man mental gesund ist, ist man automatisch auch gesünder im Körper. Man ist besser im Beruf, weil man einfach ausgeglichener ist. Man hat weniger Probleme zu Hause. Das sind alles ganz, ganz
viele Sachen, wo ich sage, ja, mein Produkt oder dein Produkt oder generell Produkte von Coaches und Lebensberatern sind so weitreichend positiv, dass ich die Investition darin eigentlich gerade rentieren würde, aber das sind die Leute nicht bereit auszugeben, weil sie Angst vor der Veränderung haben oder weil sie es nicht für sich ausgeben möchten und fürs Haustier aber zwar schon. Was sagst du zu dieser These? Ja, also ich finde, das ist ein ganz großes Thema, wo man sehr viel drüber sagen könnte, also wo ich sehr viel drüber sagen möchte auch. Also es ist zum einen gerade bei mir immer wieder so eine Frage gewesen, gehe ich ins Spirituelle oder gehe ich mehr ins Business? Und es gab auch eine klare Entscheidung, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte das beides zusammenbringen. Und ich glaube, ein Stück weit ist das auch das, was du gerade beschreibst. Also es gibt Menschen, die sind sehr spirituell unterwegs. Denen bist du dann oft zu sehr im Business verhaftet, auch noch viel zu theoretisch. Mit solchen Grundsätzen erreichst du dann die spirituellen Menschen nicht. Und mit dem anderen bist du nicht genug auf der Business-Schiene unterwegs, sondern bist du dann zu esoterisch. Und ich glaube, die große Herausforderung unserer Zeit ist auch, das Spirituelle und das Business zusammenzubringen. Und ganz große Punkte gerade bei Tieren, ich arbeite eben auch gerne mit Pferden und mit Hunden. Und es ist schon ein Stück weit erkennbar, dass wir natürlich durch unsere Tiere auch gespiegelt werden. Also ich merke bei meinem Pferd sofort, wie der darauf reagiert, wenn ich nicht ganz klar bin, wenn ich dem nicht klare Zeichen, klare Körpersprache bringe, dann reagiert er eben ganz anders oder gar nicht. Und ich merke, wenn diese Unsicherheit oder wenn meine Stimmung schlecht ist, dann spiegelt das sofort Pferd oder Hund, die spiegeln das sofort und verhalten sich ganz anders. Und Menschen kommen ja oft mit ihren Problemtieren in Anführungsstrichen dann zu einem Coach oder zu einem Trainer, der bestimmtes Verhalten dann ändern soll. Und komischerweise, bei der Hundetrainerin macht mein Hund dann plötzlich alles genau so, wie er es machen soll. Sie setzt sich beim ersten Befehl, sie macht sofort Platz, sie ganz toll über die Straße und so weiter. Aber es ist eben einfach die Klarheit, die mir dann manchmal fehlt in dem Moment. So, und auf deine Frage, warum geben wir dann möglicherweise fürs Tier mehr Geld aus als für das eigene Coaching, will ich einfach mal so beantworten. Der ganze Fokus ist auf dem Tier. Die Trainerin, der Coach kümmert sich um das Tier. Und ich bin mit meinem Verhalten eigentlich draußen. Ich kann mich da so ein bisschen verstecken. Und unangenehm wird es dann erst, wenn der Hundetrainer dann plötzlich zu mir sagt, ja, Mario, das liegt aber an deiner Unklarheit. Ja. Jetzt wird es ungemütlich. Denn da fängt eigentlich das Coaching der Menschen an. Ja, wo ich sage, Probleme im Beruf mit den Kollegen, Probleme im Beruf mit dem Chef, mit der Chefin, was ist es denn? Ja, und da kommen wir so ein bisschen als Coach komme ich da so ein bisschen ins Psychologische, wo ich immer wieder mir die Frage stellen muss, ist das noch ein gesundes Verhalten oder ist das ein krankhaftes? Solange das gesund ist, bin ich im Coaching genau der Richtige und kann helfen und hier und da steuern. Wenn ich dann aber merke, Mensch, das geht schon in Richtung Burnout, das geht schon in Richtung Depression, aus dem Frust ist schon mehr geworden, dann muss ich auch ganz klar sagen, hey, hier sind meine Grenzen. Hier ist ein psychologischer Berater oder ein Psychologe der richtige Ansprechpartner.
Oder ich habe auch Fälle, wo ich sagen muss, also eigentlich brauche ihr Chef das Coaching. Aber wie kriegt man da hin? Auch schön. Dann ist der Angestellte quasi sowas wie das Tier und spiegelt den Chef. Ups. Ja, natürlich. Ja, also das sind die Phänomene der Natur, ne? Also, ja, das stimmt. Naja, ja. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir noch mit, das glaube ich, die vorletzte Folie oder so, ne? Dann lass uns doch mal gucken, was du jetzt noch für die Zukunft für uns hast. Genau, also wie funktionieren die Unternehmen der Zukunft oder in Zukunft? Das ist eben einmal der Schritt, den schon viele gegangen sind, Lean Management. Man hat also die Hierarchien weiter abgebaut und hat dann gesagt, wir machen das Ganze flacher. Aber ich frage hier eben ganz bewusst, ist das schon ausreichend? Es gibt Firmen, da ist das ausreichend. Und dann gibt es aber eben auch Firmen, wo ich mit den Unternehmern spreche, mit den Geschäftsführern, die dann sagen, nee, eigentlich brauchen wir eine ganz andere Organisationsstruktur. Und darauf will ich ganz kurz eingehen, also Holokratie oder was bedeutet holistisch. Da kommt dann die nächste Folie. Da ist das so ein bisschen besser dargestellt. Also die linke Seite, die dürfte uns sehr bekannt sein, aus dem, ja, was wir in den meisten Unternehmen halt heute noch leben. Und wenn wir sagen Lean Management, dann streichen wir zum Beispiel die Teamleiter oder wir streichen hier mal die Abteilungsleiter. Dann macht das die Hierarchie ein bisschen schlanker. Aber das Prinzip bleibt eigentlich immer noch diese Hierarchie. Das bedeutet ja trotzdem nicht, dass da keiner ist, der normalerweise das Rudel anführt, weil das ist ja, glaube ich, auch eine ganz natürliche Verhaltensweise von Menschen, die in Gruppen arbeiten. Da ist ja immer einer, der der Sprecher ist, zum Beispiel, ne, in Entscheidungsprozessen, ja, einer, der alles zusammenführt. Also deswegen, ja, denke ich, dass das Holokratie, ja, ob ich das jetzt als Hauptkreis und Unterkreise sehe und dann als Rollen, ja, die Unterkreise, da gibt es, glaube ich, einen Punkt, der immer ein bisschen dicker ist als die anderen, der die dann aber durch Krisen etc. durchführt. Also ich denke nicht, dass das so großartig anders ist. Ja, also es ist und wird anders in dem Moment, wo man sich dafür wirklich bewusst entscheidet und das dann eben durchführt. Aber hier bei dem Punkt Rollen, da gibt es natürlich auch eine Rolle, schon zum Beispiel Geschäftsführung, die dann für bestimmte Aufgaben nach wie vor zuständig ist. Und ich glaube, hier ist das Entscheidende, dass diese Abteilungen oder dieser Unterkreise eben eigenständiger handeln können, ohne immer die Weisung von einer außenstehenden Rolle zu brauchen. Ah, okay. Mhm. Es ist aber dann auch so, dass man hier immer noch Sprecher hat in diesen, also auch hier in den entsprechenden Kreisen bildet sich durch Kompetenz, durch Fachwissen, durch Erfahrung immer wieder heraus, dass bestimmte Ansprechpartner aus dieser Gemeinschaft herausglänzen, herausstrahlen, das ein Tick weit besser drauf haben vielleicht als die anderen. Und hier könnte man sagen, das ist dann so vielleicht vergleichsweise mit einem Klassensprecher, also jemand, der für diesen Kreis sprechen kann. Und das Günstige ist eben, dass sich dann Abteilung A mit Abteilung B nicht mehr mit den ganzen Mitarbeitern zusammensetzt, sondern dass die Sitzung zwischen zwei Sprechern stattfindet, die jeweils für ihre Abteilung sprechen und die damit dann ziemlich schnell in dem Prozess klären können, wo ist die Lücke, wo ist der Bedarf, wo ist etwas, was wir von euch brauchen. Also sagen wir mal, der eine Kreis ist die Buchhaltung,
und Rechnungs- oder Rechnungsabteilung. Und der andere Kreis, wir haben alles produziert, aber ihr habt noch nicht genug verkauft. Wo ist jetzt die Diskrepanz? Dann unterhalten sich zwei Leute über dieses Thema, entlasten dann aber die Rolle des Geschäftsführers. Weil den muss man eigentlich erst jetzt ins Boot holen, wo die beiden sagen, wir stoßen an unsere Grenzen. Wir wissen jetzt gerade nicht, wie wir den Prozess entscheiden sollen. Wir brauchen Hilfe, Geschäftsführer, komm mal ins Boot. Wir müssen uns mal unterhalten. Wir brauchen eine Lösung. Für mich ist das so ein bisschen vom System her wie eine Fußballmannschaft eigentlich auch, ne? Alle wollen ein Tor schießen. Ja. Und alle müssen irgendwie zusammenarbeiten. Da gibt es den Stürmer, da gibt es den Verteidiger etc. pp. Ja. Also ich denke, das ist vielleicht sogar auch noch ein ganz schönes metaphorisches Beispiel, um das so ein bisschen klar zu machen. Ja. Mario, wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten, natürlich auch einmal durch diesen Totalzusammenbruch. Wie viel hast du noch? Ich glaube, das war so ziemlich die letzte Folie. Ja. Also hier gibt es nochmal einen Literaturtipp, wo ich dieses Wissen mal aufgeschnappt habe und hier in die Folien hineingebracht habe. Ja, und bei dem letzten, ich danke für eure Aufmerksamkeit und habt ihr noch Fragen? Ja. Genial. Mario, ja, ich denke, du kannst dann die PowerPoint auch jetzt zumachen soweit. Genau. Diejenigen, die Interesse daran haben, die PowerPoint-Präsentation einfach noch so zugeschickt zu bekommen, Mario, wenn du möchtest, würde ich die als PDF-Datei wieder umwandeln und stell die dann Interessierten zur Verfügung. Ich schicke die dann auch nochmal an dich. Gerne. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr bis hierher dabei wart. Und ich habe natürlich jetzt trotzdem, will ich ja nochmal auf das Thema mentale Gesundheit gehen und warum Menschen sich damit dann tatsächlich doch so schwer tun, während ja zum Beispiel Menschen, die sich vegan ernähren möchten, gerne auf den Fleischersatz gehen, der dann vegan hergestellt wurde. Menschen, die Haustiere haben, wirklich viel Geld in Haustiere investieren. Alleine wenn ich überlege, wie teuer mich das immer kommt, wenn meine Katze krank ist und ich da was machen lassen muss. Also da investiere ich ja natürlich auch Geld. Nun, ich bin jetzt einer von den Menschen, die natürlich auch in sich selbst investiert haben, sei es durch Lehrgänge, sei es durch Webinare, sei es durch Fortbildungen, die auch viel gekostet haben, Coachings etc. pp. Aber es gibt halt da immer noch die Menschen, die eigentlich was ändern möchten, auch speziell Menschen im Job, die nicht zufrieden sind und die trotzdem nicht in dieses Tun kommen, einfach zu sagen, ja, okay, ich gehe zu Mario oder gehe zur Stella, weil da vielleicht auch noch was aus dem Vergangenheitsrucksack drückt, was mich vielleicht behindert daran. Was meinst du, Mario, wie könnte man solche Menschen nochmal motivieren, aber doch nochmal in sich zu gehen und nicht das ganze Geld immer nur dem Haustier zu geben, sondern auch tatsächlich mal sich selbst wertschätzend zu behandeln und in sich selbst zu investieren, um einfach diese vertrackten Knoten des Lebens mal aufzudröseln? Ja, ich glaube tatsächlich, dass Menschen dieses Erfolgserlebnis einfach einmal haben müssen, damit sie ein Stück weit daran glauben, dass es möglich ist. Und als ich meinen ersten Glaubenssatz so aufgelöst habe, habe ich davor auch gedacht, naja, nee, da kann mir kein Coach oder kann mir eigentlich niemand helfen. Ich habe das für Gesetz gehalten und da muss man auch mal sagen, je älter der Glaubenssatz ist, also je früher der in unser Kindbewusstsein eingepflanzt wurde, umso mächtiger ist dieser Satz eigentlich. Und wenn wir den dann noch 100-mal vom Vater oder 100-mal von der Mutter gehört haben, dann ist der derartig eingebrannt, dass wenn jetzt außenstehende Coaches von außen sagen, hey, da müssen wir mal ran, dann ist das am Anfang so wie so ein No-Go.
Mutter hat immer gesagt, das muss so sein. Ja, und wenn wir dann aber eines Tages mal erlebt haben, wie wir diesen Glaubenssatz umgewandelt haben und plötzlich eine Freiheit gefühlt haben, wo wir sagen, wow, was war das für eine Fußfessel, verdammt nochmal. Und jetzt bin ich die los und jetzt fühle ich mich ganz anders, als wenn ich Flügel bekommen habe. Da kann ich nur sagen, ich würde jeden gerne dazu ermuntern, das am eigenen Leib zu spüren, weil jede Zelle dann plötzlich eine ganz andere Energie bekommt. Und wie man das allerdings transportiert, weiß ich bei vielen Menschen eben auch einfach nicht. Ich habe das auch oft erlebt, dass Menschen sich wirklich nicht vorstellen können, dass man durch Umwandlung eines einzelnen Glaubenssatzes wirklich so ein ganzes Kartenhaus zum Zusammenbrechen bringt und gleichzeitig aber etwas völlig Neues aufbauen kann. Und das, finde ich, ist in diesem Dasein als Coach die große Freude und das große Geschenk, was man dann eben auch erlebt, wenn Klienten einfach Flügel wachsen, ja, und die plötzlich über sich selbst hinauswachsen, plötzlich Dinge bewegen können, die sie selbst nicht für möglich gehalten haben. Da kommen wir direkt trotzdem nochmal eine Frage. Du sagst gerade ja, man muss das erstmal erleben, einen Glaubenssatz aufzulösen. Wenn ich aber nie das mal probiere, das heißt mir mal einen Coach buche, der mir mal hilft, den ersten Glaubenssatz aufzudröseln, wie bekomme ich es denn dann hin, das zu spüren? Weil es geht ja ganz oft darum, dass ganz viele Menschen eine riesen Hemmschwelle haben und einfach sich sagen, ja, das ist ja alles ganz schön und gut und deine kostenfreie Beratung war auch ganz toll und ich habe super Einblicke bekommen und ich meine, du hast ja auch so angefangen, ne? Du hast ja auch zu Anfang Menschen gecoacht und denen auch mal so gratis Kostproben gegeben, deswegen machen wir das ja jetzt auch hier, also es ist jetzt nicht daran, dass wir euch jetzt überreden wollen, jetzt irgendwas bei uns zu buchen, es geht einfach um so eine Grundsatzdiskussion, warum Menschen es nicht glauben, dass wenn jemand, der vielleicht auch eigene Sachen schon bearbeitet hat, sie coacht oder berät, dass da plötzlich so ein Aha-Moment kommt und dass das halt eben auch Geld kostet. Ich meine, klar, wir haben es gelernt, indem wir einfach irgendwann über unseren Schatten gesprungen sind und gesagt haben, boah, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich muss jetzt mal was tun und ich buche mir jetzt mal jemanden, der mir da raushilft. So, aber ganz viele Menschen tun das nicht und die schleppen diesen Glaubenssatz mit sich und mit sich. Da kann sich doch gar nichts entwickeln. Wie bekommen wir diese Menschen motiviert, dass die einfach sagen, ja, nee, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich buche jetzt einfach mal eine Stunde bei Mario oder eine Stunde bei der Stella und dann geht es mir danach besser. Ja, also ich muss tatsächlich eingestehen, dass ich wirklich nicht alle retten kann. Also ich bin auch bei einigen Menschen wirklich am Verzweifeln und muss mir eingestehen, dass ich da nicht rankomme an diese Punkte. Auf jeden Fall, ja, klar. Das ist auch ethisch korrekt, ne? Ja, also es gibt aber durchaus, ich kann mich noch erinnern, ich habe halt gerne für Kinder und Jugendliche gearbeitet. Und das war dann oft so, dass da kein Geld geflossen ist, dass ich das ehrenamtlich gemacht habe aus eigener Motivation und Spaß an der Freude. Das ist dann eben einfach Wahnsinn, wenn man so ein Kind, was auf dem Fußballplatz steht und sagt, mich wählt keiner und ich kann das nicht und habe das auch nicht von meinen Eltern gelernt und die ganzen Klassenkameraden wollen den auch nicht wählen, weil der den Ball nicht trifft und so weiter. Und dem zeigst du jetzt im Training so ein paar kleine knifflige Dinge, wie der das dann packt.
Und der spielt dann eines Tages in der Mannschaft richtig mit. Und er wird auch gewählt. Und der ist dann in der Mannschaft anerkannt auf der Position. Und dann merke ich als Coach eben, wie der in diese Rolle hineingewachsen ist, wie der bestimmte Techniken einfach gelernt hat, trainiert hat, geübt hat und dann über sich selbst, über diesen Glaubenssatz, ich bin Loser, ich bin der, der keinen Fußball spielen kann, wie der dann plötzlich mit glänzenden Augen in der Mannschaft steht und in seine Rolle hineingewachsen ist. Ja. Ja, aber der ist dann nicht dein Kunde, ne? Also insofern der gehst du dann, du kannst ja auch nicht über die Kinder an die Erwachsenen gehen. Nein. Also das ist ja auch ethisch effektiv nicht vertretbar. Das ist auch effektiv nicht unsere Art und Weise, wie wir arbeiten. Natürlich kann es dann passieren, dass du deinen Elternteil hast und die sagen dann zu dir, wow, was haben sie mit meinem Kind gemacht? Der ist in letzter Zeit so gut gelaunt. Super, toll. Aber wie gesagt, wie verdienst du denn dann deine Brötchen? Ich meine, ist dann eine berechtigte Frage. Genau, also gerade im mittleren Management ist es dann oft so, dass der Auftraggeber ja der Chef ist, gar nicht der Mitarbeiter, der gecoacht werden soll. Auch das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, dass der Chef eben von den Mitarbeitern eine andere Erwartung hat, von der Führungspersönlichkeit eine andere Erwartung hat, mir den Auftrag gibt, diesen Menschen zu coachen. Und dann fängt es ja an der Stelle erstmal an, dass der selbst ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, dass es überhaupt was zu coachen gibt. Da fangen wir dann also an der Stelle an, dass er selbst erstmal das Problem erkennt und dann sich auch selbst eingesteht, dass er etwas verändern müsste an seinem Verhalten, dass das alles verbessert wird. Wenn du den dann so weit hast, dass er sagt, oh, jetzt sehe ich, ja, jetzt verstehe ich, warum ich Schwierigkeiten mit den und den Mitarbeitern habe, und man ihn dann auch noch dahin bringt, sein Verhalten nur einen Tick zu verändern und plötzlich funktioniert das ganze Team wieder. Das sind dann eben auch tolle Ergebnisse, wo man sagen kann, wow, da läuft dann plötzlich der ganze Firmenbereich wieder ganz anders, positiv mit besseren Ergebnissen zur Zufriedenheit aller. Und das sind eben tolle Momente. Aber wie man jemanden da abholt und sagt, hey, du hast Coachingbedarf, ich zeige dir das jetzt mal und ich nehme dir dafür auch gerne Geld ab. Das ist manchmal wirklich der kritische Punkt, ja. Jetzt komme ich natürlich noch zu der letzten Frage, um die es ja eigentlich auch gehen sollte mit dem ganzen Wissen, was du uns jetzt vermittelt hast. Wenn ich denn jetzt so ein Chef bin oder eine Chefin, wo ich merke, ja, das mit meinen Mitarbeitern, das funzt alles irgendwie nicht so wirklich gut, die brauchen eigentlich ein Coaching, aber in Wirklichkeit bin ich diejenige Person, die das Coaching braucht. Wie werde ich zum Chef, zur Chefin der Herzen von diesen Mitarbeitern, damit die nicht denken, dass ich sie irgendwie bekritteln will? Weil ganz oft ist es ja auch so, ich als Chef buche für meine Mitarbeiter irgendwie ein Coaching, sei es eine Teambuilding-Maßnahme oder sonst irgendwas. Und die fragen sich aber insgeheim, sind wir der nicht gut genug? Verstehst du, was ich meine? Das ist ja gerade in so hierarchischen Strukturen, die ja immer und überall immer noch vorhanden sind. Weil welcher Betrieb, also ich kenne keinen Betrieb, der holistisch oder holokratisch läuft. Ganz ehrlich, also kenne ich wirklich nicht. Es gibt immer ganz oben den Oberinhaber, der dann seine Schäfchen unter sich hat, die dann Teams leiten etc. pp. Und irgendwann merke ich als Chefin oder als Chef, ich werde irgendwie nicht gelitten und man mag mich nicht und irgendwas mache ich ja falsch. Und dann denke ich ja natürlich erstmal nicht, dass ich was falsch mache, weil ich bin ja schließlich Chef und Chefin. Wie kriegst du die Chefs, Chefinnen dazu, das zu kapieren, dass es eigentlich gar nicht an ihren Mitarbeitern liegt, sondern an ihnen selbst?
Das liegt möglicherweise ja an beiden, aber fangen wir mal bei dem Chef an. Also der hat ja eine bestimmte Idee von seinem Unternehmen, deshalb hat er es gegründet. Wir haben den Leitsatz, den er mal ausgegeben hat. Und da komme ich auch ganz gerne immer wieder auf die, ich spreche nicht ganz gerne von Quotenregelung, sondern ich sage, wir brauchen mehr Yin-Yang in den Unternehmen. Mhm. Wir brauchen den weiblichen und den männlichen Part. Und es ist in meiner Erfahrung oft so, dass Führungspersönlichkeiten, insbesondere Männer, dann immer härter werden, also immer mehr auf Härte setzen, gerade wenn es dann nicht funktioniert. Und da bin ich dann oft an dem Punkt, wo ich sage, naja, wenn das härter nicht funktioniert hat, brauchen wir nicht noch härter, sondern wir müssen mal sehen, ob wir ein bisschen Soft Skills, also ob wir mal ein bisschen mit Emotionen arbeiten können. Was sind denn die Emotionen? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich einen bestimmten Punkt hatte, wo ich meine Gefühle gar nicht benennen konnte, wo ich gar keine Worte hatte für meine Gefühle. Und erst dann ein Stück weit gelernt habe, meine eigenen Gefühle auch zur Aussprache zu bringen und zu sagen, auch wirklich benennen zu können, ich bin traurig, ich fühle mich traurig, weil ich bestimmte Dinge nicht erreichen kann, weil ich meine Mitarbeiter nicht erreichen kann. Ich weiß nicht, warum diese Person X nicht mehr so funktioniert, wie sie früher mal funktioniert hat. Und ich durch Härte und Strafe kann ich den aber nicht erreichen und kann ich nicht dazu bringen, dass der wieder motivierter ist. Aber in einem Gespräch, wo es zum Beispiel um Gefühle geht, kann ich den Mitarbeiter fragen, du sag mal, ich nehme wahr, irgendwas stimmt nicht. Erzähl mir doch mal, hast du Sorgen oder was sind deine Gefühle oder woran könnte es liegen? Ich versuche das mal zu verstehen. Und in dem Moment, wenn ich erreiche, dass ich als Chef auch mit meinen Mitarbeitern ein Stück weit über Emotionen spreche und dann plötzlich erfahre, was in dem Leben des Mitarbeiters gerade los ist, warum der gerade nicht so richtig funktioniert, kann ich ihm möglicherweise auch eine Hilfe anbieten, die da heißt, weiß ich, um über dieses Problem jetzt gerade ein bisschen besser hinwegzukommen, setze ich dir noch eine Hilfskraft an deine Seite, damit du ein bisschen Entlastungsabwehr, um in deinem Bereich trotzdem gute Ergebnisse zu erzielen. Wo ich hin will, ist im Grunde genommen, dass wir mehr mit Gefühlen auch arbeiten. Und das, was wir vorhin so sagten, spirituell und Business, gehört aus meiner Sicht einfach ein Stück weit zusammen. Hinzuschauen. Warum sind die Japaner und die Chinesen so erfolgreich? Weil die dieses Yin und Yang einfach seit Jahrhunderten leben und deswegen funzt das bei denen, obwohl die strengste Hierarchien haben und trotzdem sind die Menschen einfach da viel motivierter bei der Arbeit. Also ich denke, Mario, um dem Ganzen jetzt so einen kleinen Abschluss zu geben, weil wir haben echt jetzt schon eine halbe Stunde überzogen. Ja, das ist ein, wie gesagt, ihr kriegt bei uns die volle Breitseite und das einfach nur aus Informationszwecken, weil Mario und ich uns einfach gesagt haben, wir möchten euch hier wirklich einen super intensiven Mehrwert bieten. Klar, euer Invest ist die Zeit. Und mein Abschlusssatz ist, lasst einfach mehr Menschlichkeit walten. Hackt nicht aufeinander rum, lasst die Liebe in euer Herz, in euren Kopf und lasst die Liebe auch in die Führungsposition. Nur weil man Chef oder Chefin ist, muss man nicht immer mit den Ellenbogen sich irgendwo durchschlagen, also generell auch schon dieses Vokabular, sich durchbeißen, sich durchschlagen, versucht die Sachen ein bisschen softer zu sehen, seid menschlicher, ihr Männer, lasst ein bisschen Gefühle in euer Leben, ihr Frauen,
Lasst auch gerne mal das Testosteron sprechen, indem ihr einfach euren Standpunkt ganz klar macht und auch Grenzen setzt. Und ich denke, wir alle können angenehmer miteinander leben, indem wir achtsamer sind, genauer hinhören und vor allen Dingen genauer hinspüren. Und ich denke, das sollte jetzt so das Abschlusswort sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Veranstaltung, wo es dann um Mobbing und Bossing geht. Das ist dann wieder meine Abteilung aus eigener Erfahrung. Wir hoffen, dass ihr dann auch tatsächlich mal dabei seid. Wir sind schon am Überlegen, ob wir eventuell mal den Tag und die Uhrzeit ändern sollten, weil Sonntagnachmittag anscheinend wirklich nicht so besonders günstig ist. Wir werden darüber eine Abstimmung machen und dann mal schauen, was sich da ergibt. Ich denke, heute war wieder sehr erfolgreich und vor allen Dingen war es tatsächlich eine Veranstaltung mit sehr, sehr viel Input. Aber der Vorteil ist von Aufzeichnungen, man kann sie ja auch pausieren und am nächsten Tag weitergucken. Und ich möchte mich noch ganz herzlich entschuldigen bei allen, die mit den normalen binären Gender-Dingen wie Chef, Chefin nichts anfangen können. Wir haben auch zu Anfang oftmals tatsächlich dann Freiberufler gesagt, obwohl es ja auch Freiberuflerinnen gibt. Es gibt ja halt auch geschlechtsneutrale Bezeichnung. Hier in Wien ist gerade wirklich alles im Namen der Pride-Woche und deswegen finde ich es auch wirklich toll, dass ich jetzt gerade hier bin. Alles ist voller Regenbogen. Ihr wisst ja, wie ich Regenbögen liebe. Es ist mega genial. Sogar die Ampeln sind hier genderfrei. Also es gibt lesbische Ampeln, es gibt schwule Ampeln, es gibt gemischte Ampeln. Also richtig toll. Ich werde dazu noch eine Story machen. Es ist absolut genial. Und dir, lieber Mario, danke ich für so viel kompetenten Input, sehr viel Theorie auch, an einigen Stellen vielleicht manchmal auch ein bisschen trocken, weil es einfach so ist, wie es ist. Business ist halt nicht immer Blumenwiese. Sorry, Leute, also das können wir euch leider nicht. Also wie es ist, manchmal braucht man halt auch ein bisschen was trocken zu können. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung. Ich danke. Und jetzt wünsche ich allen und hoffe, dass wir demnächst euch dann wieder bei der nächsten Veranstaltung. Vielen Dank, Stella, und liebe Grüße. Und dir noch eine schöne Zeit da. Und ich bin auf deine Storys gespannt. Bis dann. Bis dann. In Wien. Ciao, ciao.